interessant ist, dass Datenbesitz als Chance für die Industrie, aber als Risiko für die Bürger sind. Mich interessiert das Thema generell aus einer ganzen Reihe von Gründen. Etwa bei den Netzwerken wie Facebook, wo man merkt, dass Technologien die Kommunikation auf eine ganz neue Ebene behoben haben, aber eben damit auch Probleme einhergehen. Was mich besonders interessiert, ist eigentlich die Digitalisierung des Geldes. Das ist so ein Gebiet, wo ich ein spezielles Interesse habe. Mal schauen, vielleicht kann ich da auch ein bisschen was aus der Diskussion herausziehen zu diesem speziellen Bereich. Also die Frage ist ja bei uns immer, wir gucken uns das ja eher aus der fachlichen Sache an, und die Frage ist immer, wo die Probleme in der Gesellschaft liegen können, die wir so manchmal gar nicht sehen aus der fachlichen Welt. Der Einfluss auf die Gesellschaft ist natürlich noch nicht so absehbar. Von daher ist es natürlich interessant, dass das Thema angesprochen wird und dass man darüber diskutiert. Es ist spannend zu sehen, wie Experten das sehen, was für einen Einfluss das auf die Zukunft hat, wie es die Gesellschaft formt und auch das soziale Gefüge. Ne? Von daher bin ich mal gespannt, was auf uns zukommt. Unsere Welt ist in einem rabiaten Wandel, alles wird computerisiert. Und unsere kompletten Lebensumstände ändern sich. Und das geht los in der Ökonomie. Die teuerste Firma der Welt ist Apple. Warum? Weil die das iPhone erfunden haben. Das geht weiter über die Art und Weise, wie wir kommunizieren. Viele Leute können ohne so ein Smartphone und ohne Facebook gar nicht mehr existieren. Das geht darum weiter, wie wir unsere Lebenspartner finden. Also die Menschen in meiner Generation, und ich kenne da ein paar, die dann geschieden sind, die finden ihre Partner nicht mehr irgendwie auf dem Markt, sondern die gehen zu Parship. Das geht weiter darüber, wie wir Ethik definieren. NSA, Privatsphäre und so weiter, das ändert unsere Art und Weise, wie wir Beziehungen, soziale Kontakte und so weiter alles definieren. Das heißt, die digitale Revolution verändert unsere Welt, egal ob wir das wollen oder nicht, das passiert. Und die Frage ist, wie gestalten wir das? Wir versuchen in der Forschung so ein bisschen uns Gedanken zu machen, wie können wir das nachhaltig gestalten, wie können wir Interaktionen so machen, dass sie Menschen nutzt, wie können wir zumindest einen Teil dieser Technologien nutzen, sodass die uns schlauer machen, dass wir davon profitieren, nicht, dass wir unsere Intelligenz durch Maschinen ersetzen, sondern dass wir unsere Intelligenz durch Maschinen fördern und dass wir kreativer werden. Ich glaube, was wir heutzutage diskutieren, ist aus meiner Sicht eher die digitale Evolution. Wir versuchen heutzutage gerade die Chancen, Risiken, wie wir mit diesen Daten, die den Rohstoff der Zukunft ja darstellen, umgehen. Politisch, siehe NSA-Problematik, wie aber auch gesellschaftlich. Mich als Technologe interessiert vielmehr, was kommt in der Zukunft. Und da sehe ich momentan, dass eine Tendenz dahin geht, dass man den Menschen deutlich stärker noch in diese digitale Welt integriert. Das heißt, der Mensch wird deutlich stärker durch seinen Tastsinn, durch sein gesamtes Wesen dadurch viel stärker integriert. Das ist der erste Schritt der Integration des Menschen in die digitale Welt. Und deswegen sage ich als Technologe, digitale Evolution ist das, wie wir heute mit den Daten umgehen, die uns ein Smartphone liefert. Digitale Revolution ist für mich vielmehr schon technologisch gesehen die Integration des Menschen in diese digitale Welt. Beispiel über diesen Tastsinn. Ich glaube zumindest im Gegensatz hier zu Armin, ne, also er sagt digitale Evolution im Sinne von Technologie. Ne, das stimmt vielleicht, die Technologie entwickelt sich immer schrittweise fort. Aber in Bezug auf die Gesellschaft, in Bezug auf unsere Werte, in Bezug auf die Art und Weise, wie wir leben, wie wir wirtschaften und so weiter, da glaube ich schon, das ist eine Revolution. In dem Sinne, dass eine Revolution ein Prozess ist, der die Wirtschaft, die Ökonomie, das Leben, die Kultur, die Kommunikation grundlegend umbaut. Ich möchte Sie hier noch einmal herzlich einladen, sobald eine Idee, eine Frage ist, auch egal zu welchem Thema, es kann darüber hinausgehen, das fangen wir auf jeden Fall wieder ein, bitte diese beiden Stühle zu benutzen und keine Scheu davor zu haben. Herzlich willkommen hier vorne. Klasse. Dankeschön. Mein Thema geht eigentlich zum Thema Grenzen. Das ist das, worauf ich eigentlich hinaus möchte. Sie selber arbeiten eigentlich immer in Richtung Verbindungen schaffen mit der Digitalisierung. Ich denke eigentlich, dass der Schritt, den man dann weiterdenken muss, ist der, dass man in eine Grenzenlosigkeit reinkommt mit der Digitalisierung, die geradezu danach ruft, wieder neue Grenzen zu schaffen. Interessanter Gedanke, ist vor allem ein visionärer Gedanke. Also visionär zugespitzt die Frage, könnte IT quasi die grenzenlose Gesellschaft ermöglichen? Ich glaube, ein zentraler Punkt wird sein, und
Da können wir als Technologen gar nicht groß eingreifen, sondern das ist für mich das, was auch unsere EU-Kommissarin schon in den Raum gestellt hat, ja, die Politik der digitalen Revolution. Das heißt, die Politik muss an der Stelle irgendwo ebenfalls neue Randbedingungen schaffen. Ja, und da werden wir aber in der Zukunft weitere Schritte tun müssen. Der NSA-Skandal hat das auch gezeigt. Ja, diese Grenzen waren dort eben auch aufgelöst worden, sagen wir ganz ehrlich. Und das war das, was ich vorher meinte. Wem gehören diese Daten? Das ist die zentrale Frage, die meiner Meinung nach politisch geregelt werden muss. Und das greift auch in die Richtung, die Sie angesprochen haben, wenn es um das Finanzwesen geht, sage ich mal genau. Aspekt. Was ich interessant finde, auch bei der Diskussion um die Frage der Arbeitsplätze, der Wirtschaftlichkeit, wie ist die Verteilung von Ressourcen, was sind überhaupt Ressourcen, sind Daten Ressourcen, wenn ja, wie ist der Wert, warum ist ein Wert da, wem gehören sie dann, oder halt auch nach der die Frage der Grenzenlosigkeit. Das erinnert mich ein bisschen daran, als die Eisenbahn erfunden wurde oder sowas. Da brauchten die Leute unheimlich lange, um sich vorzustellen, dass man 500 Kilometer tatsächlich 5 Stunden machen kann und nicht irgendwie 4 Tage mit der Kutsche unterwegs ist. Ist das nicht dieser alte Fehler vielleicht, dass man in alten, dass man neue Sachen in alten Strukturen denkt? Ist die Zeit gut für neue Ideen? Dass klar, man, immer. Also die neuen Ideen braucht, auch aber wenn jemand eine neue Idee hat, dann sollte er nicht versuchen, da die neue Idee zu platzieren, wo jetzt schon eine Firma erfolgreich ist. Dann wäre sie nicht irgendwo neu. Anders. Ne? Also man muss versuchen, quasi sich zu etablieren in einem Bereich, den die jetzt noch nicht besetzt haben, schnell wachsen. Und dann muss man Google Nein sagen. Das ist das Problem wahrscheinlich. Weil wenn man mit 20 Leuten bei WhatsApp 19 Milliarden geboten kriegt, dann Nein zu sagen und zu sagen, ich versuche selber noch größer zu werden, das ist wahrscheinlich die Herausforderung. Risiken, Datenbesitz als Risiko für Bürger. Ja, immer, ne? Ich meine, klar. Ich war sehr angenehm überrascht auch von der Dialogfähigkeit der zwei Referenten. Und der Fähigkeit, auch über den Tellerrand auch ihrer eigenen Disziplin auch hinaus zu denken und zu diskutieren. Also ich habe den Strich gemacht, bei dem Punkt Entwicklung ist nicht umkehrbar. Wir müssen lernen, damit umzugehen. Es ist gerade so wie mit der industriellen Revolution. Die Entwicklung hat auch nun mal stattgefunden und wir konnten uns nicht dagegen wehren. Es gab natürlich damals Revolution. Proteste, Science Fiction kam ja dadurch auf, ne? Und trotzdem ging es weiter und genauso sehe ich es jetzt auch. Wir haben ja ein Gebiet, wo sehr viele Leute aus der Bevölkerung Experten sind, also viele kennen sich da aus und das verfolgen ganz viele, also von daher hat man da, finde ich, schon einen guten Dialog auf Augenhöhe. Und wir Experten hoffen dann immer, dass wir den Leuten noch was erzählen können, was sie noch nicht wissen. Aber ich hatte das Gefühl, wir hatten ein gutes Gespräch und das war sehr auch gleichberechtigt an vielen Stellen.